Community Open, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntags-Locals. Am vergangenen Montag war ich auf den Locals bei Audi Spielecenter und habe dort endlich mal auch für die Locals und nicht nur für ein Turnier im Februar mal Jubel ausgepackt. Denn ich wollte unbedingt auf den Support noch warten, der in die Infinite Forbidden rauskommt. Denn ich dachte mir, hey, wenn der Release-Zeitpunkt schon da so passend ist und wir hatten kurz davor Battles of Legend Terminal Revenge, gab so viele Möglichkeiten, Legacy of Destruction, so viel guter Support, der für Jubel rausgekommen ist. Ich wollte es aber unbedingt mit Fiendsmith ausprobieren, weil wir gerade die Engine quasi gezogen haben aus dem Case und dann kann man die auch gleich mal verwerten und einmal ausprobieren, bevor wir loswerden. Und ja, deswegen habe ich das Deck jetzt mal in super Hardcore Full Power am Montag auf den Locals ausgepackt. Ich werde euch gleich mal zeigen, wie mein Deck aussieht, wie es für mich lief, was ein bisschen schief gelaufen ist, was alles geklappt hat. Und ja, sehr cooles Deck. Wir hatten ja schon sehr viel Spaß gehabt im Februar, als wir es ausgepackt hatten. Und jetzt ist das Deck also extrem crazy und ich habe keine Ahnung, was Konami machen will, um das nachher zu balancen. Also, wenn irgendwie, wenn Snake irgendwann weg ist, also, das muss so viel angefasst werden, aber hey, das ist nicht mein Problem. Legen wir los und schauen uns mal an, wie das Deck aussieht. So, da sind wir und da haben wir auch das Deck und steigen wir gleich mal ein. Also, bei der Jubel Engine spielen wir dreimal Samsara Delotus, unseren besten Starter in dem Thema. Dreimal den grausigen Grabwinder, den quasi besten Extender, sowohl in der Hand als auch aus dem Grave in diesem Deck, den es gibt. Eine Jubel Terror-Inkarnation. Eigentlich die Standard-Ratio. Es gibt ein paar Leute, die probieren auch noch den 12er, den ganz großen zu spielen, weil theoretisch triggert der halt auch dann auf alles Mögliche, was das angeht. Aber eigentlich passt das so, man braucht den nicht als noch ein extra Brick. Man hat so schon eigentlich genug Bricks und das passt eigentlich so. Und dann spielen wir zweimal Geist von Jubel. Drei brauchen wir nicht mehr, drei ist ein bisschen viel. Ist aber halt trotzdem immer noch eine sehr, sehr starke Karte. Unsere Standard-Kombo ist halt immer noch Samsara Delotus. Tribute sie, hol sie raus, Effekt. Setzt die Albtraumschmerz und von da aus gehe halt in seine Kombos, schießt sie, Special Jubel, sucht ihr ein Monster, meistens ein grausiger Grab, wenn dann von da aus geht halt dann so langsam in die Kombos. Und ja, viel hat sich gar nicht so viel verändert zu dem. Ich weiß gar nicht, wann wir unser Turnier gespielt haben. Ich glaube, im Februar. Das Einzige, was neu ist, ist halt der grausige Grabwinder, der halt ein Extender aus dem Grave ist, indem man halt ihn banished und einen anderen Special kann, der 0-0 hat. Und dass er aus der Hand sich Special kann, wenn man Unterwälder kontrolliert, was halt sehr geil ist, weil ja, man damit halt quasi zweimal Value kriegt aus einem Monster und damit halt die Kombos extrem weit erweitern kann. Drei Geist von Jubel sind nicht mehr nötig. Eigentlich kommt man sehr schnell an, ja, beide Kopien in den Umlauf relativ schnell rein. Man kann die auch immer wieder reinschaffeln durch das entsprechende Fusionsmonster und ja, drei ist ein bisschen much, aber trotzdem eine sehr, sehr gern gesehene Karte, vor allem wenn man im Matchup gegen Tempa ist. Der Struggle ist so hart mit der Karte, also die müssen halt wirklich schon aus dem Weg gehen und dann entsprechend bestimmte Monster machen und ganz komisch spielen, damit sie halt das Ding umspielen können. Dann ein bisschen eine komische Verteilung dieser Engine. Ich habe zweimal Dark Beckoning Beast und einmal Chaos Summoning Beast gespielt. Das ist nicht ganz so gewollt. Ich hatte nämlich eine Menge getestet mit dem Deck noch vor den Locals und da hatte ich lange Zeit die Ratio mit 3-1 gespielt, sprich dreimal Dark Beckoning Beast und einmal Chaos Summoning Beast. Und irgendwie bin ich nachher dann, als ich halt, ich habe die ganze Zeit noch Ratios getestet und ausprobiert, was kann man noch irgendwie cutten, wie kann man das umbauen. Und anscheinend habe ich dabei halt irgendwie das dritte Dark Beckoning Beast irgendwie gecuttet und dafür halt einfach den Brick gespielt, aufgrund von Reasons, weil man Spaß hatte. Ich hatte auch irgendwie im Kopf, dass der halt irgendwie Licht gewesen wäre, sodass man halt easy in den Requiem gehen kann. Ist er aber auch nicht, ist er da. Also eigentlich könnt ihr den mit einem Dark Beckoning Beast austauschen und auch so spielen oder halt einen Dark Beckoning Beast noch zusätzlich spielen, damit ihr einfach mehr Loopability habt, weil normalerweise ist es halt so, dass oftmals wieder ein Dark Beckoning Beast wieder zurück ins Deck gemischt wird und man damit halt wieder quasi zwei im Deck live hat, so damit man halt immer wieder so ein bisschen seine Plays gehen kann. Ja, aber ansonsten ist es halt immer noch extrem starke Normal Summon Engine. Mittlerweile macht halt der hier alleine mit meistens mit einer Karte in der Hand extrem viel Advantage und kann in die komplette Engine gehen aufgrund der ganzen neuen Karten, die rausgekommen sind seitdem. Wichtige Karte, auch etwas suchbarer geworden, weil der Albtraumthron ihn jetzt halt mittlerweile halt auch einfach auf die Hand nehmen kann, was halt sehr geil ist. Und ja, sehr schöne Karte und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal an, was wir noch neben der Engine spielen. Da spielen wir nämlich ordentlich Handtraps, da spielen wir nämlich 3 Ash, 2 Droll, 2 Nibiru. Und ein Effekt-Wailer, ich dachte mir, ich packe noch quasi eine vierte Impermanence rein, habe ich mir für Effekt-Wailer entschieden. Ich habe die halt gesplittet, weil ich nicht ganz genau wusste, was auf den Locals dabei sein wird. War eine okay Ratio, ich habe im Side-Deck halt noch so ein bisschen anderen Kram.
davon noch, damit man noch ein bisschen auffüllen kann oder umorganisieren kann. Ansonsten hat mir die Handwrap-Ratio eigentlich ganz gut gefallen. Wir haben halt noch nachher die Impermanences, zu denen wir auch noch kommen werden. Dann zu den weiteren Engines, die wir in dem Deck spielen. Wir spielen halt immer noch auch ein bisschen Unchained mit drin, losgekettete Seele von Shavara zusammen mit der Trap. Wunderbar. Das Tolle ist, dadurch, dass sie halt ein Sechser ist, gibt es jetzt viele Möglichkeiten, wie man den jetzt auch actually verwerten kann, neben Link Material, sondern man kann die auch halt auch Xyz Material benutzen, denn wir spielen halt auch, ich dachte mir, wir probieren es einfach testweise mal aus, wenn schon die Engine da ist, Unterweltlerschmied, Graveur zusammen mit dem Lurie, die Unterweltlerschmied-Engine, weil zusammen mit Shavara hat man halt so viele Sechser-Möglichkeiten, auch in der Unterweltlerschmied-Fusions-Engine quasi, sodass man halt sehr einfach auch in den DDD gehen kann, der halt Summons negaten kann. Die wir halt früher in Pure Unchained gespielt haben und jetzt auch theoretisch halt auch in diesem Deck machen können. Und praktisch haben wir das auch gemacht, was eigentlich eine sehr, sehr geile Sache ist. Also die Karte ist sowieso, also die solltet ihr auf jeden Fall spielen, egal ob ihr es jetzt mit Unterweltner Schmied spielt oder nicht. Aber falls ihr euch halt das nicht leisten könnt, ihr müsst es nicht spielen. Ich werde euch nachher aber zeigen, warum es halt so geil ist, dass man die spielen kann, weil quasi ein Unterweltner Schmied Graveur gibt euch halt nicht absolut krasse Full-Kombo, aber es gibt euch eine sehr gute Kombo, sodass ihr halt ein sehr solides Feld habt und wenn der Gegner euch da auffällt, habt ihr nämlich mal Normal Summon committed und könnt einfach direkt danach mit Jubel-Kombos weitermachen. Also es ist halt einfach so ein krasser Bait, den man spielen kann. Deswegen, ja, ich das mal ausprobieren wollte, das Spiel, spielen dreimal Graveur, der uns halt Track suchen kann und von da aus gehen wir halt in so Kombos, indem wir halt den Lurie abwerfen und der aus dem Grave ist halt der Extender, der uns nachher dann die ganzen Plays ermöglicht. Das will ich gleich nochmal kurz bei der Kombo zeigen. Dann kommen wir zu den Spells. Da haben wir dreimal Albtraumthron, schöne Addition aus Legacy of Destruction für das Thema zusammen mit dem Einser, den wir jetzt in dem Deck spielen. Sehr schöne Karte, super Setup für gefühlt alles einfach. Adding, Destruction, das einzig Schade ist halt, dass sie nicht Yubel, quasi das Actual Yubel mentioned, weil sonst wäre sie halt auch noch theoretisch suchbar über halt Spirit of Yubel, das ist sie nicht, deswegen muss man sie halt über Terraforming suchen, deswegen wir die Karte halt quasi viermal spielen. Extrem wichtiger, stronger Starter, sie alleine ist halt schon sau krasse Kombo. Ansonsten Extender halt theoretisch, wo man Spirit auch einfach schießen kann und das gibt halt so viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Extrem starke Karte, sehr geile Edition für das Thema und allein die war schon nice, aber dass wir halt noch den ganzen anderen Kram jetzt dazu haben, ist halt einfach nur noch viel geiler. Dann noch passend zum Engine haben wir halt noch zweimal Albtraumschmerz. Ich finde, eine ist ein bisschen wenig, drei ist ein bisschen much. Weil sie ist jetzt nicht mehr der Playmaker, als wir das noch vom halben Jahr gespielt hatten, war halt das quasi das einzige Karte, die quasi Spirit schießen konnte. Mittlerweile haben wir halt, wie gesagt, halt auch den Albtraumthron, der halt vieles davon übernehmen kann. Aber das ist halt die Karte, die wir halt mit Spirit setzen wollen. Wenn man halt eine in der Hand zieht, ist das theoretisch ein nicer Extender, vor allem, wenn man halt irgendwie schon Spirit in der Hand hat, weil dann kann man erstmal gucken, ob man überhaupt seine Standard-Spirit-Line überhaupt aufs Feld bekommt. Wenn der Gegner vorher Ash, kann man einfach dann zack, einen ausspielen, aus der Hand schießen und dann von da aus halt in seine Plays gehen, was halt super geil ist. Deswegen finde ich eigentlich zwei ganz in Ordnung, vor allem wenn man halt auch eine eröffnet, kann man die halt mit der Continuous Spell von mit der Eröffnung der Geistertore halt auch super kombinieren, weil man die dann halt auch in der Endphase einfach zurückadden kann, wieder, weil es halt eine Continuous Spell ist, was halt eine sehr geile Kombo sein kann. Deswegen 2 ist eigentlich die perfekte Ratio, meiner Meinung nach. Eröffnung der Geistertore passend halt zu unserer Beasts Engine. Wunderbar, die Karte macht halt so viel, der Riesenjob, der Reborn-Effekt ist geil, der Search-Effekt ist halt wichtig, dafür müssen wir halt auch ein paar Kopien spielen, weil das ist halt Pflichteffekt, ansonsten könnt ihr die Karte gar nicht erst offen ausspielen. Mit der gehen wir halt super viele Extender-Plays vor allem. Sie öffnet natürlich auch unsere Search-Plays und unsere Allgemein-Plays, was halt die Karte halt unglaublich strong macht und halt theoretisch halt noch einen Bonus-Effekt halt. Wenn man halt zwei davon öffnet, kann man halt die eine einfach wegdiscarden und dann kann man halt wieder zurück, die andere wieder zurückenden. Also ist einfach so stupid, was man da halt damit kriegt. Und man hat halt so viele Extender in diesem Deck, das ist unbelievable. Man kann einfach immer weiterspielen. Und ja, das macht das Deck halt extrem strong. Dann haben wir Trakt des Unterweltlerspiels, eine Kopie. Reicht. Ihr könnt natürlich auch zwei spielen, falls ihr nicht wollt, dass ihr sie öffnet. Aber in dem Deck ist das gar nicht mal so schlimm. Also selbst wenn ihr halt den Graveur jetzt halt nicht von der Hand discarden könnt, mit ihr könnt ihr den halt immer noch anderweitig verwenden, dass ihr den in den Grave kriegt. Es gibt halt so viele Möglichkeiten, einfach weitere Plays machen zu können. Das ist nicht so schlimm. Ihr könnt ihn natürlich auch selbst mit ihr auch wegschmeißen. Also da gibt es noch so viele Möglichkeiten, was man alles machen kann. Das ist jetzt kein Weltuntergang, wenn ihr halt die eine öffnet. Ansonsten könnt ihr die halt immer searchen. Also zwei, drei müsst ihr nicht unbedingt spielen, aber könnt ihr machen, falls ihr es wollt. Dann haben wir den Traps, einmal die scheußliche Kammer der Losgeketteten, die Destroy-Karte, unsere Interruption-Karte beim gegnerischen Spielzug mit Shavara setzen wir, um halt damit uns meistens halt Unchained Soul of Rage aus dem Grave zu holen und mit der wir halt noch eine weitere Interruption machen können. Ich hatte aber auch einmal tatsächlich die Situation, die war echt geil. Ich habe sie umgedreht und ich hatte Unchained Soul of Rage
und Yama im Grave und mein Gegner hatte halt zwei Bestials und er wollte halt mein Doggo banishen. Dann habe ich die angechained, dann hat er halt mit dem zweiten angechained, weil er denkt, dass ich ihn specialen möchte. Ich muss ja nicht targeten, weil das Ding halt auch aus der Hand specialen kann. Deswegen muss er den zweiten Bestial unchained, um damit halt unchained Soul of Rage aus dem Grave zu banishen. Aber dafür habe ich halt den Yama dann aus dem Grave gekriegt, der dann mir einfach wieder den Shavara zurück auf die Hand genommen hatte und damit halt sein komplettes Play auseinandergewürfelt hat, was halt sehr, sehr geil ist. Deswegen die Karte ist halt auch mehr, bisschen mehr Value, als noch Soul of Rage rauszuholen. Und dreimal Infinite Impermanence als die weitere Handtrap und eine gute Interruption gegen alle möglichen Decks. Dann kommen wir zum Extra-Deck. Spielen wir einmal Requiem, der holt unseren Graveur aus dem Deck und ermöglicht es uns die Kombos. Einmal mit seinem Equip-Effekt, je nach Line braucht man seinen Equip-Effekt, manchmal braucht man den nicht. Aus dem Grave, weil darüber kann man halt nachher in die neuen Fusionsmonster gehen, die als TCG-Exclusives reingekommen sind und die halt quasi Beatrice in diesem Deck halt unnötig gemacht haben, weil man braucht sie nicht mehr spielen, weil man kann es halt einfach über die machen. Dann spielen wir eine Sequenz, auch passend zum Fiendsmith-Package und halt auch Mond des geschlossenen Himmels, die Karte, die halt das, worauf das Deck halt gewartet hat, damit man halt da reinbridgen kann, dass das die Karte, die man halt mit Dark Beckoning Beast, in die man die halt über sie halt reingehen kann und von da aus halt kann man die dann, also zwei Dark Beckoning Beasts, dann macht man sie und dann kann man die weglinken für Requiem und schon ist man in der Fiendsmith Engine, weswegen man das halt sehr gerne spielt und Sequencer ist halt sehr wichtig für die Extra Fusion Plays, damit wir von da aus halt in unserem quasi in den Ersatz kommen, was die Beatrice angeht. Da kommen wir gleich bei den Fusionsmassen und danach auch bei der Kombo nochmal rein. Da haben wir dann weitere Link-2s, haben wir SP Little Light. In die geht man halt meistens mit Unchained Soul of Rage. Wie gesagt, sehr gute Karte. Mit der Trap extrem neu. Man kann sie dann dauernd auch selbst irgendwie schießen mit seinen eigenen Karten, um halt den Recycle-Effekt zu kriegen. Von da aus wieder neue Extender in die Hand zu nehmen, was extrem geil ist. Yama ist halt unser Playmaker. Das ist halt einer der früheren Monster, die wir halt in unser Combo reingehen, weil damit kommen wir in Shavara und von da aus können wir halt weitere Sachen extenden, was sehr nice ist. Und natürlich der Friedhof-Effekt ist auch extrem geil. Oftmals ist es auch halt so, dass wenn sie halt auf dem Grave, im Grave ist und wir ihren Reborn-Effekt benutzen und wir einen Shavara und Field haben, den wir halt nicht für ein anderes Link-Monster benutzen können, weil solange man den halt kontrolliert, man nur in Unterwälder gehen kann, kann man manchmal halt in Mond gehen mit zwei, sodass man von da aus dann nach Appaloosa gehen kann. Aber wenn man gelockt ist, schießt man auch oftmals mit ihr einfach dann den Shavara weg, damit man halt einfach nicht mehr gelockt ist in Fiends, weil solange der offen auf dem Spielfeld ist, kann man halt nur Fiends beschwören. Und wenn man halt von da aus halt in Nicht-Fiends gehen will, dann muss der irgendwie entsorgt werden. Deswegen ist auch ihr Schusseffekt ab und an sehr wichtig. Und dann noch eine Appaloosa, die wir halt auch gerne mal raushauen, um einfach in die Biro-Safe oder einfach den Gegner mehr Druck hinzulegen. Dann kommen wir zu den zwei TCG-Exclusives, die einfach super stupid sind. Ich habe keine Ahnung, warum Konami sich dachte, ey, Beatrice-Ban braucht man nicht. Wir geben euch einfach noch bessere Combo quasi. Nekoris-Prinzessin und Luftiger Fresser, die sind halt beide so geil mit der Fiendsmith-Engine einfach zu nutzen. Nekoris-Prinzessin lässt sich halt geil über den Fiendsmith zusammen mit Requiem einfach Contact Fusionen, so wie man das nennt. Und der luftige Fresser ist halt, wird halt oftmals mit dem Sequencer rausgeholt, weil der mildt halt auch halt für unser Deck jetzt kein Fiendsmith, sondern halt unser Engine Piece, womit wir halt immer über die Fiendsmith Engine halt in Jubel bridgen können, indem wir halt mal unseren Normal Summon reinmelden, unsere Lotusblüte und von da aus halt in unsere Plays gehen kann. Und die Karte ist halt aus dem Grave halt auch nochmal geil, weil sie nochmal als gratis Extender nochmal aus dem Grave kommen kann. Also super nice. Dann spielen wir eine Lacrima, die muss man ab und an in den Kombos zwischendurch machen, damit unser Graveyard genug Setup hat, damit sowohl für Luftiger Fresser als auch für den Sequencer genug Material im Grave ist, damit wir halt alles so fusioniert kriegen, sodass wir auch von da aus nachher in die Kombos gehen können. Ansonsten kann es ein bisschen eng werden, weil manchmal kriegt man aber nicht genug Material in den Grave, sodass man halt auch wirklich für alles fusionieren kann. Und falls man mal halt richtig Hardcore-Board legen möchte, kann man auch noch eine Desiree machen. Das ist, glaube ich, das einzige Monster, was ich in dem Turnier, glaube ich, nicht einmal beschworen habe. Ich glaube, Lacrima haben wir auch beschworen, ja. Wir haben, glaube ich, alles beschworen, außer Desiree. Ist nice to have, muss man nicht spielen, kann man aber. Dann kommen wir natürlich zum Star des Decks, Phantom von Yubel. Die Karte halt in Battles of Legend Terminal Revenge rauszukommen, die Karte ist einfach krank. So viel krassen Kram, den man einfach damit machen kann, einfach gratis ein, ich mach deine Biro zu zerstören, Jubel und Combo einfach weiter Extender Umbauer. Ein weiterer Jubel quasi, der unfield ist, der halt einfach mit Albtraumschmerz einfach für noch mehr OTK sorgt, den Gegner ordentlich hart unter Druck bringt, mit der Field Spell funktioniert, weil es ein Neuner ist. Es ist unbelievable, wie viel Value daraus ist. Er kann nicht super poliert werden, was halt auch geil ist. Und so einfach zu beschwören, Jubel-Monster und Unterweltler-Monster mit Null Attack oder Death im Grave, also das kriegt man so schnell halt gesettet, weil du musst ja nicht mal die echte Jubel haben. Du kannst halt auch irgendwie eine Terror-Inkarnation oder auch Spirit of Jubel benutzen. Da gibt es halt so viele Karten, die du einfach als Fusion-Material dafür benutzen kannst. Die Karte ist einfach geil. Also richtig gutes Ding.
alleine da, das war schon gut genug Support, dass wir noch die Fiends noch on top haben, ist einfach Bananas. Dann eine Choice, für die ich mich entschieden habe, weil ich finde, das passt sehr gut mit den Fiendsmiths und mit den Unchained. Muss man aber nicht spielen, wenn man das nicht möchte, ist DDD Wellenhochkönig Caesar, der ist jetzt nicht Pflicht. Ich habe ihn aber gespielt, ich fand ihn extrem strong, vor allem die beiden on board gegen sowas wie Tenpai ist halt meistens irgendwie schon ein Auto-Win, wenn sie keinen richtigen harten Boardbreaker in der Hand haben, weil Kaiman kann da nicht durchspielen und die On-Field-Effekte trotz Fieldspell kann Yubel halt umwandeln. Das ist ein wichtiges Ruling, was ihr wissen solltet. Die Fieldspell von den Gimmick Puppets und die Fieldspell von den und Phantom von Yubel, die ändern halt, also die Fieldspell von Tenpai und die Fieldspell von den Gimmick Puppets schützen ja die Monster vor aktivierten Effekten. Der eine von Monster-Effekten, der andere vor allgemein von Effekten des Gegners. Und die wandelt halt Monster-Effekte in einen anderen Effekt um. Das effektet den Spieler und nicht das Monster, weswegen die halt nicht davon unberührt sein können, was halt extrem interessant ist. Das hatten wir sogar als so eine Sache. Und das ist halt schwierig für die, wenn die halt weder den Pydra-Effekt kriegen, noch dass sie halt Kaiman resolven können, noch Chandra resolven können, weil ich einfach alle wegnegaten kann mit Caesar, was einfach insane krank ist. Und dann ein Varudras, das ist unser Omni-Negate-Destruction-Bananas-Karte. Die Karte ist einfach krank gut, ey. Die ist so ein guter Zehner. So viel besser auch als sowas wie Baron oder sowas, weil du kriegst noch mehr Value raus. Natürlich nicht ganz so einfach zu machen, aber in diesem Deck ist halt der so easy zu machen für Zehner halt einfach Staple und sehr starke Karte. Dann kommen wir zum Side-Deck. Ich habe Perulia ausprobiert, hat mir nicht gut gefallen in dem Deck. Ich glaube, da, wo ich sie gezogen hatte, war sie relativ useless in dem Matchup, glaube ich, gewesen. Weiß nicht, müssen wir ein bisschen mehr testen. Ich fand sie jetzt hier in dem Deck nicht so gut. Ich glaube, das funktioniert in anderen Decks, wie die halt irgendwie mehr Handtrap spielen, wie, keine Ahnung, Snake Eye oder vielleicht auch Tenpai, da funktioniert es besser, aber in meinem Deck hat es halt nicht so gut funktioniert. Dann habe ich noch die dritte Droll und den dritten Nibiru drin, falls das nötig ist, entsprechend bei den Matchups hier. Dann haben wir noch zwei Cyclones als Backrow-Removal und Harpien Flederwisch, die wir spielen. Und den Harpien Flederwisch können wir halt auch mit dem Stoß der drei Taktik uns ranholen. Ich habe mir gedacht, so, okay, wieso Game 2, Game 3, je nachdem, wie ich gesehen habe, okay, spielt Handtraps, spielt nicht Handtraps, kann man dann halt in so Sachen auch rübergehen wie Talents oder wenn man halt so ein Deck gegen so ein Deck spielt, was halt extrem aggro ist und fettes Feld hinlegt, kann man halt sowas wie Dark Cooler hinhängen, weil für das Deck ist es nicht wichtig zu OTK'en, also wichtig ist es für einen einfach das gegnerische Feld auszuschalten und dann einfach sein Board zu machen, weil das Board, was man danach hinsetzt, da muss der Gegner auch dann erstmal wieder durchkommen, weil es einfach insane krank ist und man kann im Laufe dessen halt auch noch nebenbei das gegnerische Board ausnehmen, was sehr geil sein kann. Was wir auch noch suchen können mit Stoß, ist halt ausgeglichener Zweikampf und die absolut dümmste Karte zusammen mit mit Albtraumschmerz ist halt natürlich Kräfteraub. Kräfteraub ist so fucking annoying für so viele Decks. Ist so eine gute Trap hier in dem Deck. Wir können die halt selbst halt auch so gut nutzen. Wir können unsere Monster halt auch wieder in stärkere Link- oder in Xyz-Monster umwandeln. Und das killt so das eine oder andere Deck. Also es ist eine extrem starke Trap. So, dann kommen wir kurz zu den Combos. Ich klicke mal hier einfach mal vom Infinite Forbidden einfach mal dann hier den Field Center hin. Und ich muss auch mal kurz überlegen, ist schon ein paar Tage her, dass ich jetzt das Deck gespielt habe, aber ich würde euch einmal die Combo zeigen mit einfach einem Graveur, wie man damit halt in seine Yubel Engine bridgen kann und von da aus halt in seine Standard Yubel Combo Line gehen kann, ohne dass man halt Normal Summon committen muss, was halt geil ist, weil wenn der Gegner irgendwo hier zwischendurch interruptet den Graveur, ihr habt noch vier weitere Karten, wenn ihr da halt irgendwas aus der Engine habt, könnt ihr wieder Full Combo machen. Also, wir steigen ein mit dem Graveur, aktivieren seinen Effekt, discard ihn, holen uns Tracked, aktivieren Tracked, holen uns, wo ist er? Kurz mal schauen, da. Eine Lurie, die discarden wir, aktivieren Effekte, spezialbeschwören sie, linken sie weg und gehen für Requiem. Dann aktivieren wir seinen Effekt und gehen für den Graveur. Es gibt einige Lines, wo man halt dann den Requiem an den Graveur equipt, damit man von da aus in die Nekorüst-Prinzessin geht, damit man von da aus halt in seine Plays kommen kann. Aber in dieser Kombo, die ich euch jetzt zeigen werde, brauchen wir die gar nicht. Wir brauchen nur die andere TCG-Exclusive, weswegen halt einfach Beatrice einfach absolut unnötig ist und ich werde euch einfach zeigen, wieso. So, wir gucken dann einmal in den Grave und aktivieren den Effekt von Graveur, shuffeln den Lurie weg und spezialbeschwören den zweiten Graveur. So, normalerweise, wenn man eine Beatrice spielen würde, könnte man jetzt hier millen oder so, aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen nämlich was anderes machen. Wir aktivieren nämlich im Friedhof Tracked und machen eine Fusionsbeschwörung zusammen mit den beiden Graveuren und gehen damit in Lacrima. Aktivieren ihren Effekt und spezialbeschwören wieder einen unserer Graveure zurück aufs Spielfeld. Dann linken wir die beiden weg, denn wir brauchen einfach das extra Material im Grave,
um gleich eine für eine weitere, ja, einfach als weitere Extender quasi brauchen wir die im Grave. Wir linken jetzt erstmal für die Defend Sequencia, weil die neue TCG Exclusive kann nämlich einiges und ich werde euch zeigen, was sie denn so alles kann. Wir werden jetzt eine Fusionsbeschwörung machen mit Sequencia und wir werden damit, oh, ist er schon mal eine kleine Vorbereiterin, wo bist du hin? Da hinten ist er. Wir werden für den luftigen Fresser gehen, indem wir in dem Friedhof einen Graveur benutzen und ein Requiem als Fusionsmaterial und kriegen einen luftigen Fresser, der fusionsbeschwört sich und der ist halt so viel besser eigentlich, weil er halt einfach mehr macht als Beatrice in diesem Deck auf jeden Fall und aktiviert seinen Effekt und kommt von ihm aus in unsere Engine erst, in unsere, nämlich unser eigenes Deck, nämlich indem wir Samsara die Lotus in den Friedhof legen. So, und von hier aus denkt man sich so, okay, gut, kann man jetzt noch weitermachen? Ja, kann man. Wir linken jetzt nämlich die beiden weg. Für unsere Yama. Dann aktivieren wir Yama und holen uns damit unseren Best Boy Doggo, Shavara. Und jetzt können wir können dann nämlich den luftigen Fresser jetzt aus dem Grave wieder reborn, indem wir halt, da steht es auch bei ihm drauf, zwei Unterweltler Monster der Stufe 6 oder höher mit derselben Eigenschaft wie das jeweils andere von dem Friedhof verbannen. Und das ist einmal Lacrima und einmal der Unterweltler Schmied Graveur, die beide Licht und Unterweltler sind. Die banischen wir einmal und dann spezialbeschwören wir den luftigen Fresser zurück. Dann linken wir die beiden weg. Ich glaube, wird er gebanished danach? Ich glaube, der wird dann auch nicht gebanished, so, der geht dann auch wieder in den Grave. Und damit gehen wir, wo ist er, in losgekettete Seele der Raserei. Dann aktivieren wir den Effekt von Shavara und zerstören unsere losgekettete Seele der Raserei. Special Shavara und zerstören ihn. Und dann aktivieren sich zwei Effekte in unserem Grave, das ist nämlich einmal losgekettete Seele der Raserei und einmal losgekettete Seele Lord von Yama. Trainings könnt ihr so aufbauen, wie ihr möchtet, das ist jedem selbst überlassen. Wir aktivieren nämlich dann den Effekt von losgekehrte Seele der Raserei, targeten unseren Samsara die Lotus, damit wir in unsere Kombos gehen können, was halt unsere Standard-Kombos sind, die wir halt mit unserem Jubel-Deck machen können, wenn wir halt nur sie haben. Die enden wir zurück und mit losgekehrte Seele Lord von Yama, die banischen wir aus dem Grave, um dann damit die losgekehrte Seele der Raserei wieder zurückzuholen, damit wir damit Interruption gegen unseren Spielzug haben. Den specialen wir und wichtig dabei ist zu wissen, dass wir, wenn wir Yama halt benutzen, das habe ich ja schon vorher eingangs erklärt, dass wir damit dann auch den Shavara direkt wegschießen. Ansonsten sind wir erstmal auf, solange wir den kontrollieren, auf Unterwälder gelockt. Und das kann ein bisschen problematisch sein, wenn man für seine Plays geht, weil ansonsten muss man halt irgendwie andere Lines gehen. Ihr könnt es natürlich machen, ihr könnt ihn da lassen, dann könnt ihr versuchen, irgendwie den für andere Monster wegzuballern, aber das müsst ihr nicht. So, und nun haben wir ein Rage. Einfach nur über einen Graveur. Und wir haben noch immer noch unseren Normal Summon und wir haben halt unseren kompletten normalen Jubel-Plays. Das heißt, wir normalen jetzt unseren Samsara den Lotus, aktivieren seinen Effekt. Holen uns damit aus dem Deck einen Geist von Jubel. Die aktiviert sich. Die holt uns einmal einen Albtraumschmerz. Könnt ihr auf die Hand nehmen, könnt ihr setzen. Doesn't matter. Aktiviert sie. Zerstört Jubel. Jubel aktiviert sich. Und specialt aus dem Deck. Beziehungsweise erstmal adden wir mit Albtraumschmerz. Wo ist er? Nee. Einen grausigen Grabfinder. Und dann aktiviert sich Geist von Jubel. Und damit specialen wir die OG Jubel. Dann nutzen wir den Effekt von Grabwinder und specialen ihn und zerstören Jubel. Aktivieren Jubel und holen uns damit die Terror-Inkarnation. Wups. Achso. auch vergessen, wenn die losgekettete Seele von Shavara natürlich geht, sollte man nicht vergessen, dass man mit ihr auch noch die scheußliche Kaba der Losgeketten setzen kann. Hat keiner bemerkt. das kann man natürlich dann auch machen, oder sollte man machen, wenn man das so sieht. So, und wenn wir halt die hier zusammen haben, dann ist der letzte Zeitpunkt, wo der Gegner uns halt theoretisch Nibierung kann. Ansonsten linken wir die beiden, die alle jetzt weg gemeinsam und linken damit für Appaloosa. Ihr könnt natürlich euch schon so ein bisschen vorher safe machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt andere Fusionsmaterial aus dem Grave benutzen, um halt für den Geist, für den Spirit of Jubel zu gehen. Müsst ihr aber nicht, wird auf das Phantom von Jubel. Und deswegen könnt ihr auch ihn einfach locken dazu, dass ihr euch Nibiru, weil danach könnt ihr halt immer noch Board machen, das tut nicht weh. Ihr kriegt Appaloosa mit 2400 Angriffspunkten aufs Spielfeld damit und könnt dann einmal Jubel Terror-Inkarnation und die Jubel, die OG-Jubel, beide zurückschaffen und holen uns damit aus dem Deck, welches auch Extra-Deck genannt wird, ein Phantom von Jubel. So, und zum Abschluss können wir dann auch noch den grausigen Grabwinder banishen, seinen Effekt benutzen und uns damit Samsara die Lotus aus dem Grave als Spezialbeschwörung beschwören.
Womit wir dann halt, ja, eine Menge Interruptions haben. Wir haben eine Menge Monster-Effekte, Negates, Umwandlungseffekte. Wir haben die Möglichkeit, in losgekehrte Seele der Raserei aus dem Grave rauszuholen. Das haben wir halt alles über einen Graveur rausgeholt. Der Gegner muss halt in unsere Jubels reingreifen. Wir werden damit eine Jubel, beziehungsweise damit halt können wir eine Jubel, je nachdem halt, also wir können mit ihr halt Monster-Effekt umwandeln, dann können wir eine Jubel schießen oder so eine Spirit-Jubel schießen, mit der dann die richtige Jubel rausholen, dann kann die andere, dann können wir mit Terra-Inkarnation gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Interaktionen, die wir mit dem Gegner machen können und das halt alles aus einer Karte, deswegen ist sehr empfehlenswert, ist, die Engine zu spielen, aber ihr müsst es nicht, ihr könnt auch über andere Wege solche Boards bauen, aber wenn wir gleich beim Turnier-Recap dazu kommen, dann werdet ihr sogar merken, dass ich halt in meinen Matchups zum Teil halt mit der Combo angefangen habe, habe damit halt den Gegner so weit baiten können, sodass ich halt einfach von aus dann weitermachen konnte, ohne dass ich halt erstmal in meine Main-Combo gehen musste, weil wenn die interrupted worden wäre, hätte ich ja halt dann nicht mehr so viel haben können, aber wenn ich halt darüber reingehe, dann war es mir halt relativ egal, ob der Gegner mir dann nachher noch irgendwo eine Handtrap schmeißt. Ich komme von da aus halt immer noch in weitere Plays, wenn ich möchte. So, dann kommen wir zu den Locals, da war ich jetzt bei Audi Spielecenter am Montag. War sehr interessant. Wir waren 14 Spieler und in der ersten Runde ging es gegen Branded. Das war ein Matchup. Ich glaube, ich habe angefangen. Ich glaube, den Würfelwurf gewonnen, habe ihm ein richtig krasses Board hingelegt. Er konnte da nicht sehr viel machen und nicht sehr viel aufhalten. Da war nicht viel zu holen. Dann Game Nummer 2 hat er so gut angefangen. Ich weiß gar nicht, hatte ich eine Handtrap oder zwei? Ich konnte ihn zwar ein bisschen aufhalten, aber ich komme selbst halt in nicht viel rein und dann konnte er halt das Spiel gewinnen. Und dann im letzten Match, dann im dritten Game, das war so weird. Ich glaube, er hat mich anfangen lassen. Ich habe mein Full Board gemacht und er hat mir, glaube ich, zwischendurch einen Magnamut gegeben, wo ich mir denke, Alter, okay, one-off, sure. Kann man mal haben. Und hat dann halt den auf dem Feld gehabt, hat dann halt Stuff, glaube ich, in der Endphase noch gesucht, nachdem ich mein Full Board gemacht habe und dann hat er einfach Combo of Doom gehabt. Er hat einfach, ich denke mir so, okay, komm da erstmal durch, das ist jetzt nur den Magnamut, ansonsten in der Battle Phase muss er dich ja umbringen. Was ist? Er aktiviert einfach Droplet, legt den Magnamut weg, negated irgendwie, nur mein Varudras, geht dann Battle Phase und gibt mir Evenly, wo ich mir denke, Bro, what the hell? Und dann banisht er mir einfach quasi alles. Ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich habe nur noch eine Karte da gelassen und ich glaube, das war Impermanence, habe ich liegen lassen, weil das war die sinnvollste Karte, glaube ich, gegen das Deck zu halten. Da hat er halt ein riesen Board gemacht, Main Phase 2, aber dadurch, dass er kein Damage machen konnte, war ich dann wieder dran und als ich dann dran war, kam halt relativ schnell das Timeout, weswegen ja, wir kein Damage hatten und deswegen das halt dann nachher unentschieden wurde. Dann Game Nummer 3, das war so, Game Nummer 2, das zweite Match war so weird, weil ich wusste zuerst nicht, gegen was ich spiele. Ich habe halt immer ein volles Board gemacht, mit meinem schön mit Varudras und mit Phantom of Jubel und mit der Palooza und denke mir so, ja, das wird ja ganz entspanntes Game, mal gucken, was da kommen wird. Und das erste, womit der Gegner einsteigt, ist Sack 3 für Sphere Mode. Ich denke mir so, bra, dein Ernst? Einfach mein komplettes Feld weggesackt. Ich denke mir so, what is this deck? Er hatte mir, glaube ich, halt, als ich mein Feld aufgebaut hatte, hat er mich irgendwo mal in die Birut, weil ich mit der Fiendsmith-Combo angefangen hatte. Das war mir dann egal gewesen, weil ich habe von da aus halt trotzdem noch fettes Board gemacht gehabt. Und dann hat er halt diesen komischen Tribute-Summon gemacht, einfach für den RAS-4-Mode und hat er halt noch den Nibiru gehabt, aber er hatte halt nicht viel mehr anderes. Außer halt, dass er auf einmal in Dogmatiker gehen konnte, weil ich dann halt, damit er mich halt an den Battleface halt meine Sache nicht umrennt, dass ich halt für den Doggo aus dem Grave gegangen bin, für den Unchained-Doggo. Und darauf hat er halt dann angefangen, nachdem ich halt seine Sachen weggelinkt habe, hat er angefangen halt Dogmatiker-Stuff zu machen mit Ecclesia, mit Fleur-de-Lis, was halt annoying war, aber er konnte mich halt, er hat halt einen großen Fehler gemacht, nachdem er die halt gespecialt hatte, ist er dann in die Battle Phase gegangen und ich habe, wie war das nochmal? Ich hatte dann, glaube ich, mein Doggo, glaube ich, on Field, weil ich den dann nicht mehr benutzen wollte, beziehungsweise ich habe ihn, glaube ich, benutzt, aber den hat er mit Fleur-de-Lis negated gehabt, weil die kann ja summonen und dann negaten. Und dann war der on Field und dann hat er den durch Kampf umgeraten. Ich dachte mir so, okay, add back Spirit. Hast du Lust, mich nochmal anzugreifen? Ansonsten bringst du dich gleich um, weil du hast ganz schön viele Monster Attack Mode. Hat er dann nicht gemacht, dann hat er mich abgegeben und dann habe ich sein Feld halt weggeballert und das war dann halt relativ easy. Dann, Game Nummer 2 war einfach insane. Ich wollte mit meinen Kombos anfangen, er hat mir dann, glaube ich, meinen Grabfinder aus dem Grave mit einem Magnamut gebanished. Wo ich mir dachte, okay, nicht so schön, auch schön, dass du Magnamut Starthand hast. Hab dann trotzdem halt noch solides Boarding gemacht, weil ich gesagt, das Deck hat so viel Gas. Ich habe halt immer noch voll Board gemacht mit Varudas und alles. Und das erste Mal, mit der Anfang anfängt dort schon wieder, ist freaking Sphere Mode, wo ich mir denke, Alter, bra, for reals? Digga, okay, nice.
Und das Ding ist halt, danach hat er halt keine richtigen Follow-ups mehr gehabt und kam nicht mehr so richtig in seine Plays. Und danach konnte ich ihn halt im nächsten Zug halt, hatte ich halt noch so viel Gas, wo ich halt, ich hatte glaube ich offen die Spell. Ich konnte halt so viel extenden wieder, so dass ich wieder riesen Board machen konnte. Und dann konnte ich ihn einfach overwhelmen und ihn einfach platt machen. Weil das Wichtige, was er vergessen hat, ist halt, wenn das vier Mond triggert haben, dann kann er halt nicht sein Alice da rausholen, den ich halt dann auch gesehen habe. Auf einmal so, up, da ist ja auch noch ein Invoke drin, I guess. So, was ist das denn für ein Haufen? Okay, ist dann halt so gewesen. Dann im letzten Match habe ich den Würfelwurf verloren und ich wurde anfangen gelassen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist Standpoint. Ich so, okay, das wird ein interessantes Game. Ich will mein Board aufbauen. Ich glaube, er hat mir ein paar Interruptions, hat er mir, glaube ich, runtergeschmissen. Ich konnte, glaube ich, aber noch immer noch einigermaßen irgendwas bauen. Ja, ich konnte mir noch ordentlich was bauen. Ich hatte noch richtig viel Gas. Und dann war er dran und er konnte das halt nicht so gut umspielen und in das Feld einfach aufbauen. Dann, Game Nummer 2, hätte ich schwören können, dass er mich anfangen lässt. Und dass er dann halt den Boardbreaker geht und dann halt einfach damit auseinander nimmt. Nein, er hat angefangen. Er hat ein Feld gemacht, das war super weird. Er hatte, glaube ich, einen Fenrir draußen. Er hatte dann, ich weiß nicht, war das Moonlight oder irgendein Synchro, eins der Feuersynchros draußen gehabt. Vielleicht war es auch beide, ich don't know. Und dann hat er, glaube ich, 2 oder 3 Set gehabt, wo ich mir dachte, okay, schauen wir mal. Und dann hat er aus Versehen in meiner Mainphase die Sangen Kaiho aktiviert, wie meine Mainface gibt. Ich so, das kannst du nicht machen, weil du hast Fenrir on board, das ist kein Feuerdrache. Deswegen ja die wieder zurücktun musste, weil das hat halt nicht funktioniert. Und dann habe ich halt angefangen, bin ich dann to town gegangen und habe so langsam das Feld auseinandergenommen. Und ich glaube, das war Transcendent Dragon, ich glaube, der 10er. Und dadurch, ich habe es so gespielt, dass ich dann irgendwann sein Fenrir triggern lassen habe, damit er halt irgendwas entfernt, damit das halt. Ja, das musste er halt entfernen. So. Und dadurch, dass ich halt Tactics in der Hand hatte, wusste ich so, Alter, ich kann so hart für Damage gehen. Deswegen bin ich nachher für den Varudras gegangen. Für, ich glaube, den Doggo. Und ich glaube, ich hatte noch Yama. Und ich hatte dann halt Tactics, womit mir halt den Transcendent rübergeholt haben. Und dann musste ich halt über den Fenrir rüber. Und das glaube ich ja quasi. Mit dem Varudras konnte ich halt den Fenrir dann noch wegschießen. Und dann mit Transcendent Dragon und mit den anderen beiden konnte ich halt auch nochmal angreifen. Das Ding war halt, es war nicht genug Damage. Ich glaube, er hatte ja noch irgendwie so ein paar Life Points über. Das war jetzt nicht viel, irgendwie 700 oder 800 Life Points. Aber hat halt immer noch ein solides Feld. Und dann habe ich, glaube ich, Main Phase 2. Habe ich dann einfach seinen Dragon, glaube ich, verarbeitet, glaube ich, in der Palooza. Und habe dann, glaube ich, noch on top. Wobei, ich glaube, den DDD habe ich gar nicht gemacht. Ich glaube, das war Game 1 gewesen, wo ich den DDD gemacht hatte. Und er das Problem hatte, durch Jubel und den DDD durchzukommen, weil das war schwierig mit Keimen und ich glaube, noch 3 Karten in der Hand und irgendwie der Feedspell. Das ging einfach nicht. Da kam er einfach nicht durch. Aber hier habe ich, glaube ich, das einfach weggelegt für Blue. Dann hatte ich halt so ein fettes Board. Da kam er einfach nicht durch. Ich glaube, ich hatte noch Phantom und Appaloosa, das ist halt saftig und Varudras und dann war da halt auch nichts mehr zu holen und dann habe ich das Game gewonnen und bin am Ende dann Zweiter geworden, undefeated, 2 Siege, ein Unentschieden von 14 Spielern, das heißt, wir haben ordentlich was abgesahnt, aber sind nicht Erster geworden, weil der Erste hat halt alle 3 Games gewonnen, ist nicht so schlimm, aber ich freue mich, dass wir undefeated mal durchgegangen sind, dafür war das Deck da und wir haben halt ein Teilnahmepack und 2 Gewinnerpacks. Und jetzt schauen wir mal, was wir daraus ziehen. Ich habe eine Ulti gesehen, da war eine Exodia dabei, die habe ich auch abfotografiert. Die würde ich jetzt hier nochmal einfach mal kurz ganz kurz einblenden. Und ich hoffe, wir ziehen vielleicht auch eine Ulti raus. Wäre cool. Wenn es wieder das Teilnahmepack ist, das ist halt so schon wieder super weird. Wir haben wieder. Ich glaube, das letzte Mal haben wir mit Tempai gespielt, haben auch aus dem Teilnahmepack die Ulti gezogen und dann hatten wir, die Gewinnerpacks waren dann umsonst gewesen, quasi. War unnötig. Gesegnete Winde, schlangenhafte Prinzess. Oh mein Gott, die hat wirklich einen Reprint gekriegt. Oh mein Gott. Und Fusionsmarke, ein Super Rare. Dann gucken wir mal, ob auch bei den Gewinnerpacks dann nochmal was mit dabei ist. So. Kyubi der Virtualwelt Shenshen, Steinbefreier, entstiegener Drachnit und Feuerkönig Avatar Avatar. So, und dann haben wir Trias Hierarchia. Oh Gott, Spoiler. Genix Undyne und noch eine Fusionsmarke. Ah! Nichts aus den OTS-Packs, schade. Aber trotzdem, 2. Platz, sehr schön. Wie gesagt, ihr könnt das Deck, also es macht sehr viel Sinn momentan, solange die Fiendsmith Engine da ist, die dort drin zu spielen, weil die extrem viel macht für das Deck und extrem viel Setup machen kann, zusammen mit den paar TCG-Exclusives, die wir bekommen haben, deswegen wir halt auch nicht mal mehr Beatrice spielen müssen. Das heißt, wenn Beatrice gebannt wird, juckt das uns überhaupt nicht. Wenn, dann muss halt Fiendsmith angefasst werden oder eine der TCG-Exclusives-Karten. Und falls ihr es aber ohne spielt, könnt ihr halt immer noch, wie gesagt, die Standard-Kombos machen mit dem Thema, aber halt, ihr könnt dann halt quasi nicht als Bait die komplette Fiendsmith-Engine erstmal vorher arbeiten lassen, weil viele Leute schmeißen halt irgendwie Handdrips drauf und dann
könnt ihr danach halt einfach das machen, worauf ihr Bock habt. Und ja, probiert das aus, was ihr für besser hält oder beziehungsweise das, was ihr auch zur Verfügung habt. Beides ist auf jeden Fall gut. Momentan würde ich sagen, die Fiendsmith Engine ist einfach nochmal nice to have on top, weil sie einfach so gut harmonisiert im Gegensatz zu bei Snake Eye, weil die Fiends mit den Feuersachen sind jetzt nicht so unbedingt Synergie. Hier in dem Deck ist natürlich jeder Fiend einfach funktioniert irgendwie mit dem Thema. Da kann man halt viel machen. Allein Gravescore einfach hinterher zu specialen als weiteren Extended Monster. Es gibt so viele Möglichkeiten, weswegen ich euch ans Herz legen würde, falls ihr die Karten habt, dass ihr das ausprobiert. Und ansonsten, falls nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir werden auch mal sehen. Irgendwann wird ja auch wahrscheinlich die Fiendsmith Engine gehittet werden und dann wird das Deck halt auch ja, ohne damit gespielt werden können. Und das bleibt trotzdem immerhin immer noch ein sehr starkes Deck aufgrund von Phantom, von Yubel, Varuthras und den ganzen anderen krassen Karten, die man da raushauen kann. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat soweit diese Episode gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.